Wir sollen doch gleich gewarnt sein, wenn ich sowas sage wie, dazu kommen wir gleich noch, könnt ihr sehr sicher sein, dass ich dazu im Laufe des Abends nicht mehr kommen werde. So. Ich weiß nicht, ob ihr das seid, aber mir ist ganz schön warm. Sieh ihn aus! Die Schmiede. Die Zielführung war nachher, dass ihr nicht mehr wisst, wer Borat und wer Ernie ist. Das war sowas, immer nur die Männer jubeln, finde ich erschreckend, aber das habe ich seit 20 Jahren. Ich habe ein kleines Thesenblättchen zusammengestellt, was für mich Metal ist und was für mich Metal nicht ist. So, wir sind hier jetzt nicht ganz so viele, deshalb normalerweise sage ich, weil ich spiele ja meistens nur vor einem 20.000er Publikum, wo ich dann einleite mit, wusstet ihr schon, und dann irgendwas über meine Frau erzähle. Aber heute könnt ihr ja einfach mal ein bisschen zustimmend auf den Tisch kloppen oder Glas an die Wand schmeißen. Das, was ihr zu Hause halt auch immer macht. Metal ist nicht eine große Community. Dafür ist die Metal-Szene zu groß, mit viel zu vielen verschiedenen Individuen. Metal ist auch nicht diese eine große Community, die jeden mit offenen Armen empfängt, der mal für einen Abend keinen Bock auf Helene Fischer hat und sich denkt, mit diesen langhaarigen Idioten kann man ja auch mal ein bisschen Party machen. Metal ist auch nicht diese Szene, die nur aus ungewaschenen, verzweifelten Assis ohne Zukunft, diesen Punkt muss ich vielleicht mal irgendwie ein bisschen abarbeiten, aber die nur darauf wartet, dass ausgerechnet du jetzt dazu stößt und du ihnen erklärst, wie dies und jenes zu sein hat. Metal hat Eier. Metal ist für jeden, der mit Herz und Leidenschaft bei der Sache ist und gelernt hat, dass man nichts geschenkt bekommt, der Himmel der Hölle, denn Metal ist die beste Musikrichtung der Welt. So unfassbar vielfältig, dass man, ich wende mich auch gelegentlich mal an euch, meine Güte, so viele lange Haare. Da komme ich auf das Thema. Ist euch mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob das heutzutage ist, dass früher, als ich mich mit Death Metal angefangen habe zu beschäftigen, was für unfassbare Haare unter anderem Obituary auch gehabt hat. Ja. Also was Tardy für eine Mähne hat. Also das ist der größtmögliche Gegensatz zu, Entschuldigung, ich will dich da nicht rausgreifen, aber eigentlich zu dir. Das ist ja, also das fängt hier oben an und geht dann wie so eine aus dem Ruder gelaufene Einschulungstüte so nach unten. Und unfassbar, das ist genau das gleiche wie bei Typo Negative. Denn die haben auch, die haben... Das fällt aber auch da oben aus. Das ist das Ding, dann, wenn du dann der Basser bei Napalm Death bist, dann hast du das Problem, dass das zwar dort auch so weit geht, aber du hast hier oben halt gar nichts. Sehr schön kann man das sehen auf der Live-DVD von Satyricons Rebell Extravaganza Tour. Da wird der interviewt und also der hat sich, ich glaube, der hat sich was implantieren lassen. Napalm Death hat man früher mal gesagt, wäre, glaube ich, die hässlichste Band der Welt gewesen. Wenn du dir solche Sachen wie Death by Manipulation anguckst, bist du versucht, das Ganze zu glauben. Und dann guckst du morgens in den Spiegel. So. Metal ist so unfassbar vielfältig. Wir haben hier was vor, wir haben hier was vor, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben so unfassbar vielfältig, dass man manchmal dem Trugschluss unterliegen könnte, gar nichts anderes mehr hören zu müssen, weil man Metal einfach alles findet. Das habe ich eine Zeit lang im Black Metal wirklich gedacht, weil die Spannbreite, sag ich mal, zwischen Dornreich und Katharsis ist ja doch relativ breit. Jetzt gerade, ich hatte das schon angedeutet, habe ich so ein bisschen meine Liebe für den Epic Metal entdeckt. Vielleicht ist das gerade so das Ding, weil das ja natürlich eine ganz besondere Form der Realitätsflucht ist. Und dann guckt man sich halt Conan der Barbar an, dann sattelt man den Hobbit und reitet in den Krieg. Aber großartige Musik, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf eingehen. Ihr wisst Bescheid, was ich jetzt so gesagt habe. So, Metal ist Musik, die für mich und viele andere, wie keine andere in der Lage ist, einen aus dem Chaos, der Scheiße des alltäglichen Lebens zumindest für einen Moment aufzufangen. Yes. Metal ist in der Lage zu sein, etwas sehr ernst zu nehmen, aber sich nicht zu ernst zu nehmen. Metal ist die großartige Kombination, mit Gleichgesinnten in chaotischem Wechsel über nerdigstes Fachwissen zu diskutieren und parallel auf unterirdischem Niveau Limbo zu tanzen. Oh yes. Apropos Alkohol. Also es ist ja auch nicht so das Problem, gelegentlich mal zu viel zu trinken. Ich glaube, der ein oder andere hier, wenn ich mal so durch die Reihe gucke, kennt dieses Ding, wenn du dann irgendwann mal so im Laufe des Abends dastehst. Ich sag das jetzt nicht nur, weil ich betrunken bin, aber... Und du warst definitiv betrunken. Daraus entwickeln sich aber häufig sehr schöne Gespräche. Metal ist, sich gerade für 60 Euro Platten gekauft zu haben, obwohl man nur noch 40 Euro auf dem Konto hat. Ja,
Das ist tatsächlich so. Ich glaube, das ist die Leidenschaft. Metal ist jemanden, den man noch nie gesehen hat, auf sein Shirt anzusprechen und für den Rest des Abends einen großartigen Gesprächspartner zu haben. Kennt man, glaube ich, auch. Ich habe auf einem viel zu hohen Lautstärke-Level angefangen zu reden und ich bin schon ganz durstig. Prost! Ja, cheers. Cheers, man. Oh. So. Ich hatte in Weimar einen Auftritt, da habe ich meine ganzen Zettel irgendwie durcheinander und verwechselt und dann hatte ich auch ein bisschen mehr schon getrunken vorher. Metal ist am Pissbecken mit einem Unbekannten der grundsätzliche Frage auf den Grund zu gehen, welcher Iron Maiden Sänger besser ist oder war und daraufhin eine Band zu gründen, obwohl man unterschiedlicher Meinung war. Metal ist aber auch rücksichtslos im Moshpit durchzudrehen, trotzdem jedem, der hinfällt, wieder aufzuhelfen. Jo. So, Metal ist Leidenschaft. Danke.